Jetzt geht's los. Kommt alle mit. Also Obelix ist der Roboter, der theoretisch Menschen durch Menschenmengen führen kann. Ich finde, Obelix zeigt gut, wie die Roboter noch nicht das Menschliche abschätzen können. Und er fragt höflich und wartet, aber er kann nicht sehen in dem menschlichen Gesicht, was da los ist und wieso sie nicht aus dem Weg gehen können. Das hat man einfach hier das Problem, wenn so viele Leute da sind, dann alle bauen eigentlich nur noch einen Kreis um den Roboter, die Kinder springen davor, die machen es eigentlich dem Roboter so schwer wie möglich. Jeder versucht irgendwie den Roboter so herauszufordern und dann bleibt er natürlich ja. Man will natürlich auch keinen Rowdy-Roboter haben, der dann irgendwie in die Leute reinfährt. Also das Ziel ist letztendlich, dass wir so die urbane Navigation hinbekommen irgendwie. Das heißt also von Lokalisierung bis Parkplanung und alles. Gern stelle ich dir Animal, einen vierbeinigen Laufroboter, vor. Vielen Dank fürs Mitmachen.